meine Nase, aber. Steinstoppe. Aua. So, den ersten Altar, der hier ist, den lassen wir mal stehen. Weil einen bauen wir immer zu craften. Oh, 112 Schaden macht der! Dieser komische Lederschuh da macht 107 Schaden. So, ich brauche jetzt Begleitschutz. Ich habe mich nämlich schon geheilt. Palladium haben wir, Mithril haben wir und jetzt Titan oder Adamantit. Oh mein Gott. Wo ist der nächste Altar? Da sehe ich hier keinen Altar mehr. David, hier ist noch einer. Ja, der ist, glaube ich, viel besser als hier unten hinzugehen, wo keiner ist. Weil hier sind sogar noch zwei an meiner zu denken. Ja, warte. Titan haben wir, okay. Titan ist okay. Ich bin tot. Lol, wo kommt das Ding auf einmal her? Ich mach mich wieder auf den Weg. Oh, schon wieder so ein Mimik. Oh nein, und ich bin wieder nicht da. Oh Gott, macht die Damage. Ja, die macht richtig Aua. Aber wenn wir die tot kriegen, wäre geil. Ah! Oder auch nicht. Vermutlich kriegen wir die nicht tot. Ich bin jetzt entweder gegen jeden Mengen kleinen Scheiß. Das ist wieder mal typisch. Wollte ich sagen, hier ist überall wieder zu viel von dem kleinen Schiss rum. Mhm. Die ist auch oben geschossen. Es kann sein, dass sie wirklich zu dir kommt. Nee, bei mir ist nichts. Wisst ihr, was ich mache? Ich leg mich mal in das Bett, das wir hier noch stehen lassen haben, das Kürbisbett. Ich setz da mal meinen Spawn hin. Ja, das sollten wir vielleicht, hätten wir vielleicht alle machen sollen. Weißt du, da haben wir das Luck, dass wir zweimal eine Crimson Mimic sehen und dann ist jedes Mal einer tot und die anderen beiden gehen sofort drauf. Das ist echt, echt kacke. Diese ganzen Drecksgegner. Oh mein Gott! Ah, stimmt, ich wollte mir auch ins Bett legen. Ich hatte das Gefühl, das ist nur eine Verschwendung von Heiltränken, was ich hier begehe aktuell. Jedes Mal, wenn ich mich heile, sterbe ich danach doch sowieso. Das sind gerade vier von diesen Schuhen, die 106 Schaden machen und ein Schleim. Dinger halt noch ganz schön was aus. Ja. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber die Corruption wäre geiler gewesen. Oh mein Gott, Ich hasse die Crimson so sehr. Wir hätten beim letzten Mal die Crimson nehmen sollen, wo es noch leichter war. Ja, gib ich dir recht. Ja. Aber daran hat natürlich wieder keiner gedacht. So, ich arbeite mich jetzt schon mal nach links und nehme hier mal ersten Altar mit. Palladium. Hier sind noch einige mehr Altäre, aber... Alter, Molotow! Molotows!
Das ist doch ein Witz! Ich bin gestorben, die kommt zu dir! Glaube ich. Ne, vermutlich nicht mehr. Ja, gehe ich einfach aus. Doch! Scheinbar schon. Alter, was ist denn los hier? Weißt du, das war aber auch kacke. Hat die irgendeine Deep-Waffe oder so gemacht? Ich habe keinen Doppelsprung mehr geschafft, deswegen bin ich immer wieder in die reingefallen, statt da hochzukommen. Ich habe keinen Doppelsprung hinbekommen. Ich glaube, du bist als gegen die Wand gesprungen. Aber trotzdem, ich habe doch 1, 2, 3, 4 Sprünge habe ich. Irgendeiner muss doch dann geklappt haben, wenn ich dauernd Leertaste drücke. Ja, wenn zwei, vier, also alles hier hängen bleibst. Ist ja nix. Ja gut, aber so bin ich auch wieder nicht hängen geblieben. Das war ja einfach nur diese Ecke da. Ja gut, das war jetzt übertrieben. Ich bin ja schon ein paar Mal fast oben gewesen, aber... Der zweite Sprung hat nicht geklappt. Ich hatte früher immer das Problem, dass in meiner Schnellleiste die Items irgendwann mal getauscht haben. Also ich habe wirklich nichts gedrückt. Und dann ist es von dem vierten Item auf das fünfte oder siebte Item auf einmal gesprungen. Was absolut Blödsinn ist eigentlich. Oh mein Gott! Hat er mir den Weg abgeschnitten? Ich wollte doch nur schnell hier den Altar kaputt machen. Mithril und Titan. So, rechts war noch was. Kommt bitte mit hier rein, um mich zu schützen. Ich hol hier die beiden Altäre. Nummer 1 und der zweite ist da drüber. Gut. Wir können zurückgehen. Und gehen am besten noch in die rechte Crimson. Da können wir unten den Schacht nehmen, oder? Stimmt, da können wir den Schacht nehmen. Oh, es ist windig. Jetzt gibt es ja diese neuen Gegner, diese Pusteblumen, die beim Wind manchmal auftauchen. Hauen die uns kaputt, oder was? Wait! Was ist das hier? Oh Gott, das war nur Blutgrat. Ich dachte gerade schon, das wäre Crimson gewesen. So, das hier ist nämlich dieses... Hier habe ich extra diese Areal gezogen, dass unser Haus niemals von Crimson infiziert werden kann. Ah. Solange wir die Luken immer zumachen. Wir hätten die Schienen schon bauen sollen. Ja, hier ist Ende. Das Problem ist... Oh, das ist so unfair. Eure Mounts sind so viel schneller als meine. Lass mich nicht zurück. Das ist also vielleicht auch nett, weil da kriegen wir gleich wieder schon Fresse. Und zwar jeder einzeln. Ja, guck, hier ist schon die Crimson, Alter. Ah! Werde ich doch mal, Erik! Das war keine Waffe. Oh mein Gott. Hier ist alles Crimson. Naja gut, teilweise, aber überall ist Crimson gesprenkelt. Schade, dass es kein AFK-Verteidigungssystem gibt, dass wir die Leute, die dort im Untergrund sind, irgendwie schützen können, ohne da sein zu müssen. Dass sie nicht einfach so sterben. Aber das hatten wir beim letzten Mal auch schon, da sind die Magier jedes Mal gestorben, weil die Feen da irgendwie ins Haus reingekommen sind. Ja, was war da? Deswegen konnten wir nie ins Pixie-Biom reisen.
Ich habe noch Heil-Cooldown, deswegen wollte ich mal auf dich warten. Aber dir geht's ja auch nicht viel besser. Ich bin gerade zwischen so ein 5 Gegner reingelaufen. Oh Gott, ich dachte gerade schon, das wäre eine Mimik gewesen, die da sitzt. War aber nur eine Pflanze. Hier ist noch ein Altar. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter. Oh. Ganz ehrlich, ich gehe überirdisch. Das da unten überlebe ich nicht. Ich bin aber 10 Meter weitergekommen. Ja, geil. Oder wurdest du von einem kleinen roten Schleim weggemacht? Also scheiße, ich hab vielleicht 20 Leben überlebt. Lauf doch ein paar Schritte. Oh, ich mach immer 70 Schaden. Scheiße. Wir bauen vor allem neue Minions. Bessere Minions brauchen wir. Die Kobolde, die machen jetzt nicht mehr allzu viel Schaden. Warte, ich hab immer noch den Spatz. Der macht 5. Bin ich schon in die erste oder in die zweite? Ah, da wo der David ist, also in die zweite. Ja, ich bin jetzt mal hier runtergegangen, aber hier ist auch schon wieder die Schuld, deswegen würde ich auch vermutlich gleich wieder sterben. Oh, hier sind ganz viele. Bin gestorben, aber ich habe ganz viele mitgenommen. Und das sind eigentlich noch viel mehr. Vor allem liegt da eine Menge Gold, aber die Schleime sacken sich das gerade alles ein. Die Arbeitsteilung. Die Schuhe killen mich, die Schleife bekommen den Lohn. Um Gottes Willen tut das weh. Warum bin ich vielleicht erstmal farmen? Ein bisschen würde ich schon noch machen. Ein kleines bisschen. Also ich mache jetzt noch diesen einen Run da runter und versuche da noch möglichst viel wegzuholen. Ich gehe da auf jeden Fall nicht mehr runter. Ich kann das sowieso nichts machen. Ich habe ja nicht meinen Hammer. Weil das verkürzt halt auch die ganzen Farmzeiten, wenn wir das alles abbauen. Je mehr wir abbauen, desto mehr von dem Erz spawnt in der Welt. Alter, ist das hier verwirrend. Okay, Spiegel, wir gehen zurück. Das muss reichen. Ist mal die ganze Bullshit aus dem Inventar. Ich habe einen Popo und einen Schlüssel bekommen. Das ist gut. Wir können im Dungeon die Dings aufmachen. Die Crimson Truhe. Die hat eine super starke Nahkampfwaffe, aber erst nach Plantera leider. Also müssen wir warten. Ja, nach Plantera können wir die aufmachen. Da drinnen ist das Vampirmesser. Das macht, das hat einen relativ großen Radius nach vorne. Also es fliegt nicht weit, aber es hat einen großen Radius. So quasi, da kommen 5 Messer rausgeschossen. Und jedes Mal, wenn du einem Gegner Schaden machst, heilst du dich dadurch. Alter, wo kommen die ganzen Marienkäfer her? So, 6 Marienkäfer gefangen. So, das heißt, jetzt wird er die Erde und Erze farben und geil werden. Guter Einwand, ich nehme mir ein paar Höhlenforschertränke. Ich glaube, ich habe noch 2 in meiner Kiste drin. Gute Idee.
spüre ich uns das Erz auf. Wenn wir brauchen. Okay, ich habe hier keine mehr Tronne. Ich gehe mal kurz ins Gewürzhaus. Ey! Da. Okay. Gehen wir runter. Das sieht echt aus wie ein blutendes Arschloch da unten, die Statue. Sag ich doch. Ich bin irgendwie stolz auf meinen unterirdischen Garten mit den ganzen Edelsteinbäumen. Sieht ganz hübsch aus. So, gehen wir erstmal hier zu unserem Sammel. Guck mal, da haben wir doch schon direkt was. Ja, tada! Palladium. Das Palladium? Ich hab's gerade für Kupfer gehalten. Nee, Palladium hat ein kräftigeres Orange. Hat ein... Sieht sehr kräftig aus vom Orangeton. Ist Kupferer, sieht Kupferer aus als Kupfer. Genau. Kupfer sieht mehr aus wie Bronze und... Oder? Guck, hier ist das niederne Wasser. Warte, das kann man das ausmachen, da kann man das hier anmachen, dann wird's rot. Kann man das ausmachen, dann kann man das da links anmachen. Und dann wird's so. Ist halt Deko. So. Das ist richtig... Das ist Kupfer, ja. Das siehst du an der Textur, das ist rissiger. Das andere ist mehr, hat mehr glatte Form. Das hier ist dann jetzt. Das müsste Palladium sein. Siehst du, das ist nämlich etwas gröber als das andere. Das ist Palladium. Genau. Palladium könnte ich. Ich muss die Karte kümmern. Ich bin gleich wieder da. Gut. So, Palladium können wir abbauen. Den Rest vermutlich noch nicht. Dazu müssen wir dann die bessere Spitzhacke und so machen. Deswegen suchen wir jetzt erstmal nur nach... Hier sind Rubine. Rubine will ich haben. Gut. Gehen wir mal hier nach. Gehen wir mal hier lang. Es ist nicht auch praktisch, so einen komischen Drang zu haben. Den hab ich. Oh Gott. Oh Gott. Das macht richtig Pumm. Kannst du mal drauf springen? Hast ja nichts zu verlieren. Außer ein bisschen Geld. Und das können wir aufsammeln. Rubinbaum, du wirst mir gehören. Aha, Rubinsamen. Ich hab so einen Trank dabei, allerdings... Zeig dir mal, ob du nichts gescheites, oder? Ein Stückchen würde ich noch gehen. Ja komm, ich schluck jetzt mal einen. Bereit? Nicht zu viel graben, nicht... Oh Gott! Okay, Stückchen hoch, geh mal hier rechts. Ja, weil jetzt sind da die starken Spinnen drin. Ich meine, da bekommen wir richtig geilen Stuff raus. Wir müssen uns das hier vormerken. Warte, ich setz hier mal kurz. Jetzt machen die Spinnen deutlich mehr Schaden, das sind größere drin, aber die droppen uns die Spinnenzähne jetzt, wodurch wir Spinne beschwören. Hier ist eine Crimson. Und da ist noch mehr Spinnennest. Wir gehen nach links. Oh Mann. Alter, geht bitte. Das ist alles ungeil hier. Oh Gott! Achievement bekommen. Hey, listen! Ja. Diese Fee interessiert uns jetzt erstmal nicht. Bringt uns zu einem Herz, zu einer Falle oder zu einer Kiste, aber das kann uns jetzt mal egal sein. Ich werfe jetzt einen Trank ein. So, wir graben uns gerade direkt auf Palladium zu. Das ist schon mal gut. Ein großes Vorkommen. Gut. Das baust du ab, dann gehe ich mal ein Stückchen runter. Ich lege quasi die Wege dazu frei und du sammelst die Sachen ein. Ja, macht das Sinn, damit wir den Drang so optimal ausnutzen können. Genau.
Wäre besser, wenn dein Bruder jetzt auch noch da wäre, aber der ist gerade kurz unterwegs. Für, falls eine neue Folge gerade angefangen hat und die Leute nicht wissen, was los ist. Ne? Ich bin sehr nachsichtig. So, das, wo ich jetzt gerade reingrabe, dieses Loch hier, bitte die Wände abgehen. Das sind überall Rubine, das ist eine Edelsteinhöhle. Mach du geradeaus weiter in die Richtung, da kommt gleich ein Erz zu deinen Füßen. Oh mein Gott, hier ist schon Mithril. Aber das können wir noch nicht abbauen. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum ich da nicht durchkomme. Mithril sieht ein bisschen aus wie Wolfram. Das ist so grünlich. So, wir graben uns gerade wieder auf eine Edelsteinhöhle zu. Hier bitte die Wände abgehen. Manche Wandblöcke sind Edelstein und die Edelsteine hängen auch so an den Wänden. Edelsteine sind immer nützlich. Diamant. Hm, das ist gut. Diamant sind sogar die seltensten. Ich bin da drunter auf den Weg gefallen und laufe jetzt einfach nach links. Hier ist Mithril, das können wir noch nicht abbauen. Hier ist noch Palladium. Rein theoretisch ist es so, dass wir Palladium nur die Spitzhacke bräuchten, weil wir dann schon direkt auf das nächste Erz gehen könnten. Aber... ich persönlich, es wäre mir doch lieber, wenn wir schon direkt eine Palladium-Rüstung und so haben, dass wir schon mehr durchhalten. Ja. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Ja, sonst kann das Farmen nämlich auch kacke werden. Hier ist Palladium, genau zwischen uns. Eigentlich wäre es gut gewesen, wenn wir ganz am Anfang mehrere waagerechte Wege gebaut hätten, die wir jetzt einfach nur noch langlaufen müssen, um zu gucken, wo dort jetzt Erz entstanden ist. So eine richtig schöne Farm. Kann man beim nächsten Mal vielleicht machen. Hier geradeaus ist Mithril, das können wir noch nicht abbauen. Das kommt hier gleich, da müssen wir dann drumherum gehen. Kannst du aber mit ein paar Fackeln gleich markieren. Hier ist es. Ich baue mich drüber. Du markierst hier, damit wir das dann gleich holen können mit den Palladium-Hacken. Sollst die verkackten Hacken. Oh, der Drang hält nur noch 36 Sekunden. Ich sehe aber noch einmal Palladium. Ich sehe noch zweimal Palladium. Fuck. Ich muss mir das merken, ich muss mir das einprägen. Wenn der Trank aufwirkt. Okay, hier kommen gleich Wege, die nach unten gehen. Du gehst sie nach unten weiter. Da ist nämlich Palladium. Genau, hier runter. Siehst du's? Gut. Und ich gehe hier hoch. Hier ist nämlich auch noch Palladium. Okay, ich habe mir noch zwei weitere Rohstoffvorkommen eingeprägt.